Die Angst vor Ablehnung. Das ist eine der größten Ängste, die uns davor in Anführungsstrichen bewahrt, die Dinge zu tun, zu machen, zu manifestieren und es zu erleben, die wir wirklich wollen. Herzlich willkommen auf meinem Kanal bei einem neuen Video. Mein Name ist Patricia Dender. Ich bin Divine Design, Mindset und Business Coach und helfe insbesondere Frauen dabei, ihre Divine Design Personality, ihr Divine Design Selbstkonzept zu verkörpern, so dass aus ihrem Seinszustand heraus sich ihre Wunschmanifestation im Außen zeigt. Deine Wünsche sind nicht getrennt von dir. Deine Wünsche sind Teil von dir. Deine Träume sind für dich bestimmt. Sie sind dafür bestimmt, um dir zu zeigen, was du wirklich erleben möchtest, wonach du dich sehnst, worüber du dich freust, was dich begeistert. Und dazwischen steht die Angst vor Ablehnung. Die Angst vor Ablehnung, die Angst, nicht gut genug zu sein, die Angst, von irgendjemandem erkannt zu werden in seinem fehlerhaften Zustand. Die Wahrheit ist jedoch, niemand von uns ist fehlerhaft. Wir sind alle im Divine Design geboren. Wir sind alle in unserer höchsten Perfektion geboren. Nichts an uns ist falsch. Das Falsche entsteht nur durch Ansichten, Bewertungen, Überzeugungen und Rückschlüssen in unserem Kopf. Da ist nichts in deinem Leben, das nicht in deinem Kopf entstanden ist. Da ist nichts, keine Situation, keine Ansicht und auch keine Ablehnung, die nicht vorher in deinem Kopf war. Und wie ist sie in deinem Kopf? Als eine Geschichte. Als eine Geschichte, die du glaubst. Als eine Geschichte, die deine Wahrheit ist. Eine Geschichte, die dir aus allen möglichen Perspektiven diese Gefahr zeigt. Aber was ist daran gefährlich, abgelehnt zu werden? Was ist daran gefährlich? Warum wollen wir das so unbedingt vermeiden, abgelehnt zu werden? Weil das für uns bedeutet, wir sind nicht gut genug. Weil wir diesen Rückschluss machen, immer wieder. Oh Schande, oh Schande, ich habe einen Fehler gemacht. Oh Schande, ich bin falsch. Oh Schande, ich hätte es anders machen sollen. Oh mein Gott, warum bin ich nur so falsch? Und dieser Rückschluss auf dich ist dein Selbstkonzept. Und dein Selbstkonzept hat zwei Möglichkeiten. Einerseits kann es aus der Beschränkung, aus dem Human Design, aus dem menschlichen Denken entstehen. Oder es entsteht aus dem Wissen, dass du ein göttliches, perfektes Wesen bist. Weil was soll falsch an dir sein, außer das, was du denkst? Und wir denken alle die Dinge, die wir gelernt haben. Und ein neues Selbstkonzept bedeutet eben auch, dass wir neue Dinge lernen müssen, neue Dinge glauben müssen, neue Dinge rückschließen müssen, weil unser altes Selbstkonzept, das Angst hat vor Ablehnung, das glaubt, dass wir in Gefahr sind, wenn andere uns nicht akzeptieren. Es glaubt, dass unser Leben tatsächlich in Gefahr ist, unser Überleben, sei es finanziell, sei es Liebe, sei es Anerkennung, ist in unserem Glauben, unserem Kopf tatsächlich in Gefahr, wenn irgendjemand sagt, nee, will ich nicht, ich finde dich nicht gut, irgendetwas gefällt mir an dir nicht, du hast was Falsches gesagt, was auch immer. Und dieser Mechanismus, der muss durchbrochen werden. Und der kann nur durchbrochen werden, indem du erkennst, dass du ein Wesen bist, das per se gar nicht abgelehnt werden kann. Das per se nur von sich selber, von seinen eigenen Gedanken, von seinen eigenen Vorstellungen, von seinen eigenen Geschichten abgelehnt werden kann. Wenn ich aber diese Geschichten in mir nicht mehr aktiv habe, wenn ich tatsächlich nicht mehr glaube, dass ich fehlerhaft bin, dass ich mich schämen muss oder dass irgendeine Schande ist, wenn ich irgendetwas tue, was irgendjemand anders nicht verstehen kann. Und darum geht es.
dieses tiefe Verständnis zu haben, dass mich niemand ablehnen kann, außer ich mache eine Geschichte draus, ich mache einen Rückschluss draus, ich mache eine Rückfolgerung draus, aus einem Verhalten, das ich beobachte. Weil überleg dir mal, wie oft hast du schon Ablehnung empfunden? Dabei ist gar keine bestanden. Jemand sagt irgendetwas, ein Wort, ein Satz, und du fühlst dich abgelehnt, nicht angenommen. Aber wer hat dir gesagt, dass du diesen Satz, dieses Wort so interpretieren sollst, dass es heißt, du bist abgelehnt? Das hast du selber für dich entschieden. Du selber hast Geschichten und Analysen hinter Worten, hinter Sätzen, hinter Ausdrucksweisen, dahinter, wie Leute aussehen, wie sie sprechen. Das ist deins. Es ist deine Geschichte. Es ist das, was du für dich wahrhältst. Du hast es nie hinterfragt, weil allgemeingültig, so ist es. Das bedeutet das, wenn jemand sich so verhält, heißt es immer, ich bin abgelehnt. Wenn jemand mir nicht antwortet, vor allem in der SP-Szene, wenn jemand mir nicht antwortet, wenn jemand mir keine Rückmeldung gibt, wenn jemand mich nicht wichtig nimmt, wertschätzt, dann bin ich abgelehnt. Und vor dieser Ablehnung habe ich Angst, weil dahinter steckt ein Selbstkonzept, das eben heißt, ich bin nicht gut genug. Ich genüge nicht. Ich bin nicht gewollt. Und das ist dieser Teufelskreis. Da kommst du nur raus, wenn du weißt, dass du bedingungslos geliebt, gewollt, wertgeschätzt bist. Weil du es entscheidest, genauso wie du die anderen Sachen auch entschieden hast, was Ablehnung bedeutet, was nicht gut genug bedeutet, was in deinem Leben diese ganzen Wertsymbole und so weiter und so fort, all das gibt dir eine Bedeutung. Und ich möchte dich daran erinnern, dass du bedingungslos bedeutungsvoll bist, voll mit allen Bedeutungen, die du wählen kannst. Und wenn du schon mal die Wahl hast, wählst du doch das Allerbeste. Wählst du doch das Beste für dich. Wählst du dein allerbestes Selbstkonzept. Wählst du, dass du geliebt, gewollt, unterstützt bist, dass du schön bist, dass du fit bist, dass du gesund bist, dass du akzeptiert bist, dass du gehört werden willst. Ja, aber das war nie so. Natürlich, weil du es noch nie über dich geglaubt hast. Weil du immer Bedingungen gesucht hast, um dir zu beweisen, dass du vielleicht ein bisschen wertvoll bist, dass du ein bisschen gut bist, dass du ein bisschen Respekt verdient hast, dass du ein bisschen Anerkennung verdient hast. Aber nein, du hast das volle Programm verdient. Du hast alles verdient, weil du bist göttliches Design. Du bist in absoluter Perfektion gedacht. Und jetzt darfst du lernen, aus der göttlichen Perfektion herauszudenken. Es gibt One Mind, einen Mind, ein Denken, einen Denker. Das bist du. In deiner Realität, in deiner Welt kann keiner rumdenken, kann keiner rummeinen, kann keiner rumrückschlüsse ziehen. Das machst immer nur du. Und wenn du das erkennst, kannst du voll in eine Eigenverantwortung gehen und kannst erkennen, ja, wow, wenn es sowieso immer nur ich bin, der die Ansichten hat, der die Meinungen vertritt, der die Rückschlüsse macht, immer gegen mich, kann ich es ja auch jetzt mal für mich machen. Warum soll es gegen mich sein? Es gibt überhaupt keinen Grund, warum ich gegen mich urteilen soll, warum ich mich ge gegen mich bewerten soll, warum ich mich gegen mich orientieren soll, warum ich nur irgendein sch ha schlechtes Haar an mir lassen soll. Was ist denn schlecht an mir? Ah, du kommst wieder mit Geschichten. Das und das war schlecht, das und das ist schlecht passiert, das und das hast du vielleicht schlecht gemacht, da und da hast du vielleicht versagt. Ah, es sind ja nur Geschichten. Es sind nur Geschichten, die du mir jetzt erzählst. Es sind Geschichten, die du mir erzählst, die sind Geschichten, die du dir selber erzählst, es sind Geschichten, die du in die Welt trägst. Und diese Geschichten werden zu dir.
Diese Geschichten werden zu deinem Leben, diese Geschichten werden zu deiner Lebensgeschichte. Und du darfst die freie Wahl. Das ist die freie Wahl. Aber du musst dich in den Mittelpunkt deines Lebens stellen. Als Schöpfer. Du erschöpfst deine Gedanken. Da sitzt niemand in deinem Kopf drin und sagt dir, was du denken sollst. Das bist du. Du denkst, dass du das bist. Aber jetzt geht es darum, dass du hierin die Freiheit erkennst, dass du denken kannst, was du möchtest. Und du kannst absolut alles neu denken. Es ist wie eine neue Sprache zu lernen. Du hast jetzt gelernt, daraus zu sprechen, aus der Annahme, dass du nicht gut genug bist und dass du deswegen abgelehnt werden kannst und dass du diese Angst haben musst und dass du dich deswegen zurückhalten musst und dass du deswegen Sachen nicht tun wollen oder festlegen darfst, die dir eigentlich entsprechen. Das hast du gelernt. Die neue Sprache, die sagt dir, du bist ein energetisches Wesen. Deine Gedanken erschaffen, deine Geschichten erschaffen, deine Ansichten, deine Rückschlüsse, deine Meinungen erschaffen. Es sind deine Meinungen. Du hast sie übernommen, du hast sie dir selber gebildet, du hast sie dir angeeignet, angelesen, was auch immer. Aber wenn diese Meinungen bedeuten, dass irgendwas an dir falsch ist, diese Meinungen bedeuten, dass du zurückgewiesen werden kannst, diese Meinungen bedeuten, dass du Dinge besser nicht tun oder wollen solltest, die du willst, dann darfst du diese Meinungen ändern. Du darfst deine Ansichten ändern. Dein Selbstkonzept ist der Kern, aus dem alles entsteht. Ist der Kern, aus dem sich die Welt dir repräsentiert. Die Menschen, alles und sogar dein Körper. Der passt sich dem an, was du glaubst und denkst über dich. Und natürlich wird dein Körper schwach, klein, ängstlich, wenn es für dich gefährlich ist, die zu sein, die du wirklich bist, in allem höchsten Glanz, allerhöchstem Licht, weil du bist jetzt hier. Du bist kein horizontal lebendes Wesen in Wahrheit, sondern du bist jetzt und hier eine Energie. Daran kannst du nichts ändern. Die Energie, die du jetzt und hier bist, ergibt sich aus dem, was du jetzt und hier glaubst. Über dich, über die Welt. Und was du glaubst, was die Welt und die Menschen in dieser Welt über dich glauben. Das ist deine Energie. Das ist deine Aura. Das ist deine Ausstrahlung. Und das, was du ausstrahlst, zeichnet sich auf der Leinwand der Welt, der Realität ab. In Situationen wie in einem Film, in einem Akt, in einem ganzen neuen Drehbuch, wenn du dich neu machst. Das hast alles in der Hand. Du kannst sein, wer du willst, du kannst tun, wer du willst und niemand kann dich ablehnen oder zurückweisen, außer du selber. Das ist die Freiheit, die du hast. Das ist die Freiheit, die du möchtest. Das ist das, was dir jegliche Angst nimmt. Das ist das, was jegliche Blockaden niederreißt, weil du weißt, ich bin gut zu jeder Zeit, an jedem Ort, mit jedem Menschen bin ich gut. Und dieses Wissen hat 100.000 Gründe. Und wenn du diese Gründe nicht kennst, dann darfst du sie kennenlernen. Mein Coaching ist darauf ausgelegt, dass du ganz klar zweifelsohne erkennst, wie unser Leben hier funktioniert, wie es aus dir heraus generiert und kreiert wird und wie du die Dinge da draußen, die dir nicht gefallen, in deinem Inneren, in deinem Kopf, in deinen Ansichten, in deinen Geschichten und Überzeugungen verändern kannst. Ja, ich habe ein Weihnachtsspecial für dich zusammengestellt. Das beinhaltet kleine Kurse, Masterclasses, alles, was dir auf diesem We Weg der Selbsterfahrung, dass du wirklich erfährst, dass nichts in diesem Leben außerhalb dir, von dir passiert und geschieht,
Diese Kurse helfen dir, dies in dieses Bewusstsein, in dieses klare Bewusstsein. Es wird erhöhtes Bewusstsein genannt, aber es ist einfach ein absolut klares Bewusstsein. Es gibt kein hohes und kein tiefes Bewusstsein, sondern es gibt nur die Klarheit, die für dich entstehen darf, dass du absolut zweifelsohne der einzige Einflussfaktor bist in deinem Leben, in deinen Beziehungen, in deinem Körper, in deiner Gesundheit, in deinem Erfolg, in deinen Erlebnissen, in allem gibt es nur eine gemeinsame Größe. Und das bist du. Du steckst drin. Dein Leben ist ein Auswurf, eine Auszeichnung, eine Darstellung deiner selbst. Diese Weihnachtsspecial, die haben, da muss ich jetzt mal ganz kurz spicken, haben einen ganz tollen Kurs und der ist I Am Chosen. Wenn du den noch nicht hast, I Am Chosen heißt eben mein Selbstkonzept, wie du dein Selbstkonzept über die Frau, die wirklich gewollt und erwünscht ist, überall, zu jedem Moment, an jedem Ort, mit jedem Menschen, wie du dieses Selbstkonzept in dir verankerst, damit du von den Menschen genauso gesehen wirst. Auserwählt. Das kostet normalerweise 444 Euro. Weihnachtsspecial bis Ende des Jahres 333 Euro. Money is my lover ist die nächste Masterclass, die ich dir absolut ans Herz lege, weil auch Geld reagiert auf dich. Geld ist nichts anderes wie eine von dir personifizierte Energie. Du hast dein Geld erfunden. Es gibt kein Geld. Geld ist für jeden anders. Und dass Geld zu dir kommt, bedeutet, dass Geld dein Liebhaber sein muss. Und so viele Gründe, warum du Geld nicht als Liebhaber akzeptierst. Und diese Gründe werden ausgemeißelt, ausgeräumt, aufgezeigt in der Masterclass Money is my Lover. Normalerweise kostet sie auch 444, aber jetzt kostet sie auch 333 Euro für dich. Dann habe ich noch was ganz, ganz Tolles. Einführung in Divine Design Energetics kostet jetzt auch 333 Euro statt 555 Euro. Masterclass Divine Design Self-Confidence, wo es darum geht, wirklich diese Confidence zu haben, niemals wieder Angst haben, nicht gut genug zu sein, abgelehnt zu werden. Das kommt aus einem göttlichen Selbstbewusstsein heraus, göttlich in dem Sinne, dass es absolut gewollt und richtig ist, so wie du bist. Und du darfst bewusst sein, dieses Selbst. Diese Masterclass kostet 111 Euro statt 222 Euro. Und dann habe ich noch einen Hammer-Workshop für dich, und zwar ist der Divine Wealth Activation. Da geht es auch darum, dass du dir deinen göttlichen Reichtum erlauben lernst. Reichtum an Freude, Glücklichkeit, Geld, Liebe, Unterstützung, alles, was du nur möchtest. Diesen Reichtum zu aktivieren, diese Masterclass, die hat mal 1111 Euro gekostet und jetzt zu Weihnachten bekommst du sie für 111 Euro. Es ist ein fünfteiliger Workshop mit Divine Healing Sessions und Workbook. Ja, und für die ganz Großen unter euch, die wirklich bereit sind, hier ihr Divine Design in die Welt zu bringen, einen Job draus zu machen, eine Arbeit, eine Aufgabe, ein Business, den Menschen zu erklären, wie dieses Divine Design Konzept funktioniert, Divine Design Manifestation funktioniert, grenzenlose, freie Manifestation deines Selbst. Wenn du bereit bist, hier dich selber in diese Position zu setzen, deinen Mund aufzumachen und zu sagen und zu erklären, mit deiner eigenen Stimme, dass es nur ein einziges Design hier gibt auf dieser Welt und das ist das göttliche Design, dann darfst du dich als Berater, als Coach, als Trainerin, als Heilerin auch, wie auch immer du dich bezeichnest, es geht dir darum, dass die Welt besser ist. Und erst dann, wenn du wirklich für dich dein eigenes Divine Design erkannt hast und weißt, wer du bist und dieses Divine Design Selbstkonzept immer weiter auslebst und ausarbeitest, erst dann
kannst du wirklich glaubhaft, authentisch, erfolgreich sein mit deinem Business. Und diese Personality, diese Divine Design Identity Personality, die wird zu deinem Brand, den du tief, tief in dir trägst. Nenn es Seelenbrand. Dieser Seelenbrand ist da. Du darfst ihn hier auf dieser Welt zeigen und dazu darfst du deine Personality nach oben bringen. Raus aus den Fehlern, raus aus den Begrenztheiten, raus aus der Angst, raus aus allem, was dich noch klein hält. Und dazu ist meine Mastermind Rising Up. Rising Up ist 4 Monate, kostet normalerweise 18.000 Euro und bis Ende des Jahres kannst du für 9.900 Euro 4 Monate dabei sein. Jede Woche einen Hammer, Hammer Call, der dir wirklich alle Einschränkungen aus der Energie rausballert. Und gleichzeitig hast du noch jeden Monat einen 1-zu-1-Call, wo wir an deinen spezifischen und individuellen Themen arbeiten, sodass du frei und fröhlich dein Divine Design und dein Divine Design Business in die Welt tragen darfst. Das wünsche ich mir für dich. Deswegen möchte ich dich unterstützen, alle Einschränkungen abzulegen. Und wenn du noch Fragen hast, schreib mir ganz einfach eine E-Mail oder irgendeine Nachricht auf Social Media. Verpasse nicht, wirklich einzusteigen, denn es ist an der Zeit, dass wir diese Beschränkungen endgültig loslassen, endgültig abreisen über diesen beschränkten Horizont hinaus, der unser Mindset nun mal darstellt. Und wir dürfen alles aufbrechen. Alles ist möglich. Reichtum ist da. Nur musst du dich so reich geliebt und gewollt fühlen von der ganzen Welt. Und das darfst du, weil warum solltest du es nicht? In diesem Sinne, ich hoffe von dir zu hören, ich hoffe dich zu sehen. Ja, ich habe noch ganz vergessen, die Community, wir sind die Divine Design Community. Wenn du auch noch bis Ende des Jahres deine Mitgliedschaft löst, bist du erstens mal sofort dabei und zweitens hast du für 60 Euro im Monat eine Jahresmitgliedschaft in einer Community, wo du Teachings hast, wo du Hot Seat hast, wo du jederzeit eine Frage stellen kannst. Ich würde mal sagen, 24 Stunden am Tag hast du einen Ort, einen Raum, der dich unterstützt, der für dich da ist, der dich versteht und wo du dich austauschen kannst. Es ist die einzige, einzigartigste Community, die es gibt, weil diese Community ist deine Community. Und sie dreht sich um dich und du musst dich nicht anpassen, sondern du bist in deinem Divine Design genau richtig. Wir warten auf dich, sei dabei und wir rocken 2024 in der Divine Design Welt, werden so viele wunderschöne Sterne aufgehen, die alles erstrahlen. Und hier ist es völlig egal, wo du herkommst. Hier ist es völlig egal, was deine Geschichte ist, was dein Schmerz ist, was deine Traumata sind. All das wird transformiert, denn dein Divine Design kennt keine Einschränkung.